Das heißt, der dürften relativ wenig Sprit verschwenden diesmal. Und dann werden wir mal sehen. Und nee, habe ich noch nicht gehört, dass sie dieses Jahr noch eine Falcon Heavy starten wollen. Also ich habe den genauen Zeitplan dafür nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass sie teilweise Static Firing Tests schon gemacht hatten für die jeweiligen Booster dafür. Aber wann sie genau starten wollen mit der ersten Falcon Heavy, habe ich keinen akuten Zeitplan auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, 2018 mit der Falcon Heavy auf jeden Fall eine Red Dragon starten wollen. Wollten. Ob sie es immer noch wollen oder ob es dann so klappt, wird man sehen. Aber das habe ich noch mitbekommen. So, 900 und ein bisschen noch in der Stage drin. 800 und ein bisschen. Das heißt, wir werden etwas über 800 Delta V rauskommen aus dem Manöver. Das sollte ganz gut reichen für die Orbitalmanöver am Moon, ohne zu viel Verschnitt zu produzieren. Voilà. Da sind wir auf 40 Kilometer Höhe. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich mal Runtime-Warpen. Auf dem Weg zum Mond. Mal wieder. Große Baumaßnahmen heute, aber wir kommen richtig voran. Also ja, das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen, die Basis aufzubauen, aber wir wollen ja auch eine langfristig besiedelbare Basis haben, die wir dann erweitern können. Und nicht hier regelmäßig alle 3 Monate was rüberfliegen, weil auf der Mondbasis klappt das zwar, aber ich möchte eigentlich einen Prototypen einer Basis erschaffen, damit ich hier schon mal weiß, was muss ich alles mitnehmen. Wenn wir nach Duna oder Eve oder so dann irgendwann wollen, will ich halt eine Basis haben, von der ich weiß, okay, wenn ich die da so hinstelle, hält die erstmal 5, 6 Jahre durch, damit wir regelmäßige Versorgungsmissionen fliegen können und die Zeitfenster oder die Launchfenster für interplanetare Versorgung, wenn man es nicht mit Gewalt machen will, sind halt einfach überschaubar. Ne? Die sind halt nur alle 1 bis 2 Jahre, je nachdem, welchen Planeten man anfliegt, auch gerne mal noch ein bisschen mehr. So. Wir kommen aber heute schief rein, du. Heute kommen wir aber schief rein. Da können wir doch jetzt eigentlich schon mal sagen, wir machen Korrekturmanöver, solange wir noch weit draußen sind. Das sollte dann deutlich weniger Delta V kosten, der Spaß. So. Das ist es noch nicht ganz, aber das ist schon mal deutlich besser. So, dann machen wir da hier mal einen kurzen Zwischenburn, um unsere Neigung da ein bisschen oder unsere Inklination ein bisschen anzupassen, weil so kommen wir schon arg abgefahren rein. So ist es nur noch eine Kleinigkeit. So. Nur ein ganz kleiner Burn. Zur Korrektur. So. Gut, dann haben wir jetzt hier auf der Periapsis den nächsten Burn, um uns reinzubremsen. Gut. Und ich tendiere fast dazu zu sagen, dass wir dann die Landung vertagen, bis es hell ist. Und uns lieber die restliche Zeit dieses Streams dann damit beschäftigen. Wir lassen das Ding einfach im Orbit dann sitzen. Den Mining Rover mal zu konzipieren oder generell den Rover, mit dem wir rumfahren wollen, der aber vor allen Dingen auch Ressourcen abbauen soll, zu konzeptionieren, damit wir den anlanden können. Was haltet ihr davon, dass wir sagen, wir parken das jetzt hier im Orbit, bis die Moonbase Bravo wieder im Sonnenlicht angekommen ist oder die Bauteile der Moonbase Bravo und kümmern uns eben um die Rover-Konzeptionierung. So. Zack, zack.
Manöver ausrichten. Okay, sind 245, das heißt, wenn wir die dann abziehen, haben wir noch 550 plus minus bisschen. Delta V für die Initiation des Landemanövers. Das heißt, wir haben dann gar nicht mal mehr so viel auf dem Skycrane. Ne? Also der Skycrane ist diesmal echt hart am Limit, wenn ich so die Delta V sehe insgesamt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Da müssen wir echt gucken. Aber Versuch macht klug. Ist ja unbemannt. Müssen es nur nicht irgendwo anders drauf fallen lassen. Dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Ich meine, wir brauchen für eine Mondlandung 640 Delta V. Wenn ich das hier so sehe, sind wir dann noch ein ganzes Stück über den 640. Und das sind alles auf der Delta V Map, die ich da benutze, sind alles mit relativ großzügigen Toleranzen gerechnet. Also man darf unsauber fliegen, um die Werte zu schaffen. Und wenn ich jetzt mal so gucke, wenn wir jetzt gleich aus dem Orbit, also das ist ja jetzt ein relativ niedriger Orbit, runterkommen, haben wir dann nochmal auf die 640 Delta V knapp 300 Delta V Toleranz drauf. Sollte schaffbar sein. Also wenn ich nicht totalen Mist baue, müssten wir das anlanden können. Es wird wahrscheinlich nicht mehr super viel Toleranz für große Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes da sein, also um da nochmal zu korrigieren. Aber alles in allem sollte das hinhauen. Okay, dann lassen wir den jetzt hier erstmal im Orbit driften und warten, bis wir Licht haben, um eine Landung anzusetzen. Und wir gehen jetzt mal ins Space Center und gucken mal, was aus diesem Caribou Rover rauszuholen ist. Vorher gucken wir aber tatsächlich auch nochmal technologieseitig, was wir schon an Bohrern haben und ob wir uns eventuell für die Science-Punkte, die wir momentan zur Verfügung haben, noch was Schönes kaufen können. Wir müssen ja das Gypsum auch irgendwie abgebaut bekommen, weil das hilft ja alles nichts, wenn wir jetzt sagen so, hey, und wir können Gypsum verarbeiten, alles ist total super, und dann stellen wir fest, Snap, überhaupt kein Bohrer. Aber ich glaube, wir haben nichts in der Richtung? Nein, oder? Das glaube ich nicht. Gar nichts. Haben wir noch gar keinen Bohrer? Das wundert mich ein wenig. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier nicht. Oh. Das wäre natürlich mistig, um es mal sehr nett zu formulieren. Ja, da müssen wir tatsächlich jetzt gleich mal gucken. Das ist alles Kommunikation, Elektrik, Thermal wird es auch nicht sein. Nee. Okay, keine Bohrer bisher. Dann müssen wir jetzt mal wirklich die R&D-Facility heimsuchen. Ich hoffe, dass wir natürlich in den freigeschalteten Tech-Stufen dann schon irgendwas sehen können, wo wir so einen Bohrer herkriegen. Sonst müssen wir mal spekulieren, wo der herkommen könnte. So, Unmanned Tech und Electronics wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee. Advanced Solar ist es vermutlich auch nicht. Was ist hier? Long-Term Habitation ist nett, aber ist alles nur Wohndinger und kostet auch ein Tausi. Das können wir uns eh nicht leisten. Dit. Große Kapseln ist eine tolle Sache. Field Science. Das ist nur für Forschung. Akita, was auch immer Akita ist, könnte auch ein Rover oder sowas sein. Akita Rover, ja. Okay. Chassis. Leiter. Heavy Landing ist es auch noch nicht. Composites. Harpune. Ja, schöne Sache. Advanced Metalworks.
Tja. Papa. Das ist natürlich dann noch nicht so super. Okay, in den fortgeschritteneren. Ja, das ist alles irgendwelches Nukularzeugs. Das wird es noch nicht sein. Ich gucke nur sicherheitshalber, aber würde mich wundern, wenn es hier drin ist. Nee. Das ist alles Nukular. Heilige. Das kostet ja 1,4 Millionen. Not. Advanced Science Tech. Guck, da sind sie. Drill-O-Matics. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Das heißt, der Spaß kostet 550. Pulse-Drills, alle möglichen. Also hier sind 1000 verschiedene Drills drin. Das sieht gut aus. Also das scheint tatsächlich das. Ja. Das Feld zu sein, was wir brauchen. Das heißt, uns fehlen aber knapp 220 Science. So, das heißt, wir gucken mal in unsere Raumstation rein, was die so zu berichten haben gerade. Vielleicht haben wir in den Laboren ein wenig was geschafft. Und außerdem können wir natürlich mal gucken, was das Space Camp hier so treibt. Und auch mal, wie wir die Typen eigentlich abgeholt bekommen. Da fehlt uns nämlich noch so ein bisschen. Okay, hier wohnen sie drin, ist alles belegt. Sehr schön, aber wir haben gar keine Rückkehrmodule gebaut. Okay, die müssen wir dann auch noch holen. Science 264, hervorragend. So einfach kann es sein. Man braucht nur fleißige Forscher, da ist nämlich die Antwort auf unser Problem. Und wenn wir schon mal hier sind, gehen wir dann gleich noch zur Mondstation. Da müssten auch ein bisschen was drin sein. Und dann haben wir zumindest die Science-Punkte, um uns da Zugang zu verschaffen. Außer, muss ich vielleicht noch irgendeine Vorstufe? Ich hoffe, ich muss keine Stufe davor mehr freischalten. Befürchte es aber fast, oder? Das ist ja Advanced Field Science. Vielleicht, ich habe nicht darauf geachtet, ob noch eine Dependency da war. Ist aber bestimmt bei meinem Glück. So, zack, 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 zack. More Science. So, gleich haben wir 100% Übertragung erreicht. Zack. So. Plus 264. Dann sind wir jetzt bei 590. Und dann gucken wir noch einmal am Mond vorbei. Und berauben die Station dort auch noch ihrer Erkenntnisse. Habe ich zufällig eine Seekern-Liste meiner Mods? Klar, wenn du Ausrufezeichen Seekern machst, dann gibt dir der Bot einen Link dafür. Als ob ich es vorbereitet hätte. Ist total witzig. Aber da war der Neo schon schneller, als ich es erzählen konnte. So. Mondraumstation. Wie viel haben wir da? 22 Science. Na gut, haben ist besser als brauchen. Transmit Science, das geht dann zum Glück auch relativ schnell. So. Gut, und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen oder ob uns noch was fehlt. Wenn uns was fehlt, ist das natürlich auch die Erkenntnis, dass wir es noch irgendwo herholen müssen. Dann müssen wir halt noch mal ein bisschen Wissenschaft betreiben. Aber wir wissen ja, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall diese Drills freischalten. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein ganz konkretes Forschungsziel. So, und für diese ganz konkreten Drills brauchen wir nichts weiter. Na doch, Field Science. Mist. Hä? Da ist überhaupt kein Pfeil dazwischen, aber es ist eine Vorbedingung. Verdammt. Na gut. Na gut. Das heißt, den müssen wir freischalten. Dann wird es natürlich nicht ganz reichen. Dann fehlen uns nämlich wieder 200. 33 Science. Bam. Okay, wir kommen nicht ganz ran. Meh. Wir kommen nicht ganz ran. Das heißt, wir müssen uns irgendwas überlegen, wo wir auf die schnelle 230 Science-Punkte herbekommen. Eine Hoffnung hätte ich jetzt noch. Das könnten wir mal probieren.
Ich hatte dieses komische Riesensatellitending auf elektromagnetischen Scan eingestellt, dass der das tun soll, anbinden muss. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Aber wir können zumindest mal nachgucken, ob er uns vielleicht mit ein bisschen Glück den Tag retten kann. Aber selbst wenn, befürchte ich, dass es nicht so viel Science ist. Na? Na? Hm. Sagt doch nicht besonders viel zu. Tja, Freunde. Hat er überhaupt eine Verbindung? Eine Verbindung hat er. Schade eigentlich. Gut, hier haben wir noch was, was ein bisschen rotiert. Ja, aber ich glaube, da müssen wir noch mal irgendwo hinfliegen, um uns tatsächlich diese Science-Punkte zu besorgen. Aber was wir jetzt mal machen können, wir können ja zumindest mal beginnen, den Rover zu konzeptionieren. Konzeptionieren? Ja, klingt wie ein Wort. Gibt es hier irgendwie Science here and now? Irgendwas zu tun? Nicht wirklich viel. Okay. Der ist auch auf seiner Ich muss noch 26 Tage kreisen Mission. Okay, uns fehlen also 230 Science-Punkte. Die müssen wir ranbekommen. Das werden wir heute natürlich nicht mehr probieren, weil dafür ist einfach die Zeit schon zu weit fortgeschritten. Aber wir gucken uns mal den Rover an, mit dem wir hier potenziell ja Sachen abbauen könnten. Den können wir nämlich schon mal anfangen zu bauen. Da muss ja dann eigentlich nur noch nachher ein Bohrer ran. Also wir müssen Platz lassen für einen Bohrer. Das kann ja so schwer nicht sein. So, theoretisch Rovers. Ja, oder? Genau, es ist dann der große. Es gibt da auch den Akita, das scheint aber so ein kleiner Rover zu sein. Crew Cage. Wie groß kann man sich das im Vergleich vorstellen? Lass mich mal gucken. Was ist das? Ist das ein Sitz oder? Command Seat. Ach Gott, ja, okay, das ist so die Größe, alles klar. Okay. Ist jetzt wahrscheinlich komplett falsch angebaut. Das sieht eher so wie Scheinwerfer oder sowas aus, aber wie groß ist im Vergleich dazu? Wow. Wow. Ja, jetzt ist die Frage, bauen wir es auf Basis von einem Akita oder bauen wir es auf Basis von einem Karibu? Ich würde fast zum Karibu tendieren, weil wir müssen ja ein bisschen was transportieren können und diese Drills werden auch nicht ganz winzig sein. Ich glaube, wir machen das mal auf Karibu-Größe. Okay, ihr seht das genauso. Alles klar. So, Mining Rover MK1. So, das Ding hat dann hoffentlich Habitation für. Okay, 17 Tage immerhin. Okay, das reicht, glaube ich, für einen Mining-Ausflug ganz gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den bewegen. Wir müssen ihn vor allen Dingen auch irgendwie landen können, ne? Control Module. VTOL Descent Engine. Ihr hattet mich bei VTOL Descent Engine. So. Überleg gerade. Wenn wir da einen hinbauen und hinten noch einen hinbauen, dann müsste das theoretisch ja reichen. Ach, guck mal, wir haben jetzt schon 908 Delta V, um den anzulanden. Da müssen wir gleich mal gucken, wie viel Gewicht da übrig bleibt. So, eine Passenger-Kabine brauchen wir ja wahrscheinlich nicht. Storage Bay klingt vielversprechend. Storage Bay Short klingt auch vielversprechend. Die Frage ist, wie viel kriegen wir denn da rein? Wir wollen Gypsum abbauen. Kann man so Dinger eigentlich später auch umstellen?
Tickets. Gypsum. 5000 Gypsum passen da rein. Ich glaube, das ist viel, oder? Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber ich glaube, es ist viel. Es fühlt sich nach viel an. Es fühlt sich an, als ob es viel wäre, andersrum. So. Reicht uns das dann eigentlich schon? Cargo Bay ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber brauchen wir dann eigentlich noch irgendwie Multi-Hub? Horizontal Bases, okay. Used in place of a node, integrate with MKS Mark II Components. Ich glaube, für unseren Rover erstmal egal. Tendenziell, wie groß ist ein Flatbed? Oh, das war nicht ganz richtig. Okay, da könnte man noch Sachen transportieren, aber ich glaube, dann wird er auch zu groß, oder? Aber wir müssen noch irgendwas dazwischen bauen. Ach da, Kerbal Mumps, Crew Affected 10. Okay, da kann man sowas noch bauen. Cargo Bay. Cargo Bay ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Oh, da sind sogar schon Supplies drin. Nicht schlecht. Eigentlich, ich will ihn gar nicht zu groß machen, aber irgendwas muss ich noch dazwischen bauen, ne? Ich kann ja nicht so einfach arbeiten. Aber die sind alle so groß, die Teile. Also mir geht es halt darum, ein bisschen Länge reinzubekommen, damit ich das Teil hier noch ranbauen kann nachher. Und so ein bisschen, ja, Masseschwerpunkt passt. Also mir geht es halt darum, dass ich gerne nicht auf einem. Ich brauche ja wahrscheinlich die vier Triebwerke. Die können doch auch bestimmt gimbeln, oder? Ja, Vectoring 20 Grad. Aber ich will ja halbwegs stabil runterkommen. 900 Delta V sieht auch okay aus. Für eine Mondlandung. Das heißt, eigentlich ist es das, oder? Ich meine, man könnte jetzt hier noch gucken. Das sieht für mich hier so aus, als ob man ja hier noch Kisten reinlegen kann für Zeug. Ich weiß gar nicht, was man da mitnimmt. Aber da würde ich tendenziell eher gucken, ob wir irgendwie eine passende Kann man da einfach Batterien reinbauen? Das wäre doch witzig. Ja, man könnte natürlich auch eine Stromversorgung reinbauen, ne? So cool. Okay, das könnte man eventuell effizienter machen. Ah, this is how we roll. So, jetzt legen wir die mal quer. Haben wir hier auch eine vernünftige Stromversorgung drin. So. Strompuffer von 7300 sollte auch ganz gut gehen. Hier könnte man dann, glaube ich, die Bohrer ganz gut ranbauen. Jetzt brauchen wir ja eigentlich nur noch Räder. Und wenn ich das richtig verstehe, ist es das hier, oder? So. Und wahrscheinlich daran. Zack. Ich habe da gar keinen Adapter für. Die Räder hinten sehe ich gerade. Dann müssen wir wahrscheinlich. Wo habe ich einen Adapter? Da. Dann
Dann müssen wir das wahrscheinlich nach hinten verlagern. So, zack, zack, zack. Das hier ran. Dann die VTOL Engine und dann das. Oder lieber das und dann die VTOL Engine? Ne, eigentlich schon so, oder? Dann ist er relativ stabil. Zack. Zack. So. Und einmal so, oder? Ah, fast. Jetzt. Okay. So, das wäre der Rover. Stromerzeugung kommen wir gleich noch zu. Wir können ihm ja. Also dem würde ich Solarpanels verpassen wahrscheinlich. Das eine Vorderrad ist zu tief drin. Meint ihr? Eigentlich sieht das sehr gleichmäßig aus. In meiner kleinen Welt. Eigentlich alles ganz gut, glaube ich. So, Moon 18,03. Jo. Ich glaube, wir können mit gutem Gewissen sagen, Trust Limiter von 10% erstmal rein. Genauso hier. Hat er nämlich erstmal initial eine Trust-Weight-Ratio von 1,8. Das reicht locker für eine Landung. So, und jetzt würde ich sagen, testen wir den Hohl mal ganz kurz noch, so als Abschluss für heute. Und gestartet wird er natürlich mit eingeklappten Rädern. So, damit wir erstmal auf unseren Landebeinen runterkommen. Zack. So, dann haben wir nämlich hier Landebeine. Jawohl. Okay. Sehr schön. Und ich hoffe mal, auf der Gear Group sind die ganzen Dinger drauf. Jawohl. Und dann. Sehr schön. Okay. Gut, das heißt, wir können mit G die Gears deployen. Das sieht höhentechnisch ähnlich aus. Dann kommt jetzt hier unser geliebter Testfahrer Jebediah rein. Der kann das mal kurz ausprobieren. So, dann schauen wir mal und stellen den mal ganz kurz nach draußen, um zu gucken, ob das Ding prinzipiell so funktioniert oder gleich in der Mitte durchbricht. Dann haben wir da schon mal ein landefähiges Gefährt. Das kann auf dem Mond dann auf jeden Fall oder auf dem Moon auf jeden Fall aus eigener Kraft landen und sogar ein Stück weit fliegen, wenn es das möchte. Und wir müssen an der Seite eigentlich nur noch die Mining Rigs ranbekommen und ein bisschen Kühlung und ein bisschen Stromerzeugung und hinten ein Dockingstöpsel und dann war es das schon. Und alles weitere ist fertig. So, also stehen kann es schon mal. Licht an. Ah, sogar mit Scheinwerfer, sehr schön. Gears raus. Schwupp, und jetzt müssen wir hier einmal, die müsste ich dann wahrscheinlich noch auf eine Action Group packen. Jetzt, okay, war wahrscheinlich nur ein Grafikbug. Okay, fahren wir mal los. Mal gucken, wie das Ding sich so verhält. Das sieht doch eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Okay, Treibstoff ist da auch mit drin. Also wir werden jetzt hier natürlich nicht groß fliegen können, weil wir dafür jetzt zu wenig, also den Thrust Limiter zu hart eingestellt haben. Aber im Prinzip sieht das gut aus. Oh! War hier gerade Science? Wisst ihr, was wir da machen können? Ich habe gerade einen ganz diabolischen Plan, was wir nächste Folge einfach machen, um die fehlenden 200 Science zu besorgen. Ich glaube, Jebediah wird das Ding hier mal mit ein paar Science-Geräten vollstopfen. Und wir fahren mit unserem großen Rover zu Beginn der nächsten Folge hier nämlich einfach einmal rum, sammeln die ganze Science ein und dann haben wir auch die Bohrer. Thema durch. Da müssen wir nämlich nicht nochmal irgendwo hinfliegen, sondern wir können wahrscheinlich, wenn wir hier alle Biome abgrasen am KSC
unseren Rover dafür missbrauchen, bei einer Testfahrt einfach alles abzufriemeln, was wir kriegen können. Das schön irgendwo in so einen Pack reinpacken, den klemmen wir uns noch ran. Dann sind wir hier durch und haben unsere Science, um die Bohrer zu machen und können dann direkt den Caribou Rover als Mining-Plattform deployen. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. 2 Stunden sind rum. Ich glaube, wir sind ganz gut vorwärts gekommen. Wir haben unseren Reaktor gelandet. Der steht jetzt 200 und ein bisschen Meter entfernt von der Basis. Wir haben im Orbit die Verarbeitungsstation stehen. Das Grundkonzept vom Rover ist da und auch eine Idee, wie wir die Science-Punkte bekommen für die Bohrer. Also sieht es, glaube ich, ganz gut aus, dass wir unseren Rover nächste Folge dann fürs Mining zum Moon befördern. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde nochmal unter der Woche was sagen zum Thema Streams nächstes Wochenende, weil ich nächstes Wochenende am Samstag wegfahre und dann erst am Mittwoch, glaube ich, wiederkomme. Aber da kommt nochmal was dazu. Und dann nochmal vielen Dank für dein Follow, lieber Superdüel. Und ich sage schönes Wochenende noch. Mein Name ist Robert und tschüss.